Hallo, ich begrüße dich und ich freue mich, dass du wieder da bist und dir die Zeit nimmst, mein Video anzuschauen. Heute am 17. März 2020 mit einer spontanen Legung und zwar der Schlüssel zum Herzen. Wie du siehst, also ich habe hier die wunderschönen neuen Karten Deck Sans Souci von Nadine Breitenstein dabei. Bevor ich mit der Mischung der Karten beginne, bitte ich dich, dass du deine Augen schließt und erstmal in der Energie der Kristallschale eintauchst. Der unterste Karte ist hier mein bester Freund, der Wunsch, sich jemanden anzuvertrauen, Halt, Trost und Schutz zu finden, ja, Freude für das Leben finden und ja, also auch sich beschützt fühlen, ja, auch dein inneres Kind, dass es auch beschützt sich fühlt. Und wer ist denn am besten dafür geeignet, wie? Also ein Partner, wo du auch wirklich diese Nähe und Verbundenheit auch fühlst. Also ich mische jetzt so mal die Karten quer und bilde hiervon einen Herz, ja. Also die Schlüssel habe ich jetzt gar nicht mitgebracht und ich habe das jetzt einfach Schlüssel zum Herzen genannt, dieses Video. Und ich hoffe, das gefällt dir. Zwei, vier, sechs, sieben. Also das ist dann das mittlere Karte, genau. So, Moment, zwei, vier, sechs, zwei, vier, sechs. Ja, sehr schön. Das ist die mittlere Karte, das teilen wir. Also dann beginne ich jetzt mit deiner Karte. Ich hoffe, das sieht auch so ein bisschen wie Herz aus, ja? So, dann schauen wir einfach mal deine Seite. Was wäre der Schlüssel zu deinem Herzen, ja? Ja, für dich wäre das also wirklich, wenn das jetzt endgültig in der Finale kommen würde. Wenn sich diese Kapitel wirklich beenden würde, also Ende der Kapitel, ja, und dass es jetzt auch wirklich kein Zurück mehr gäbe, auch dieses On-Off aufhören würde und auch, ja, aus dieser Lebenserfahrung auch was für dich mitnehmen könnte. Also jeden Fall geht es wirklich darum, weiterzugehen, eine letzte Gang, also eine letzte Chance gibst du hier. Nochmal, und das wäre für dich der Schlüssel, also dass das hier in der Vollendung geht mit euch. Also so nehme ich das jetzt wahr. Wie geht es noch weiter? Ja, es geht so weiter, dass halt auch Geburtstagszauber jetzt hier noch bei dir da ist. Vielleicht erwartest du jetzt für bestimmte Ereignisse in deinem Leben, das muss jetzt nicht Geburtstag sein, aber du erwartest ein Geschenk, auch für dein großes Ereignis. Vielleicht hast du auch eine Prüfung bestanden, vielleicht hast du auch irgendwie entweder Geburtstag oder irgendetwas und du erwartest jetzt ein Geschenk und ja, und auch vielleicht eine Einladung und möchtest ja halt auch diesen Wunsch auch wirklich manifestieren. Stellst du dir das vielleicht auch vor, wirklich wie er kommt und zu dir kommt und dir dieses Geschenk auch rüberbringt, ja, wofür auch immer. Es geht auch wirklich darum, also dass man hier diese letzte große Hürde auch überwindet, ja, und dass man wirklich in das Paradies hineingeht. Und
Ja, dass man auch wirklich alle Schwierigkeiten, alle Gegner hier regelrecht besiegt und am Ziel auch ankommt. Und das weißt du auch ungefähr, oder innerlich weißt du auch, dass das so deine Bestimmung ist, regelrecht deine Bestimmung ist. Und ja, du möchtest wirklich an diesem Ziel auch ankommen, möchtest du. Und das wäre der Schlüssel zu dir. Und das wäre auch wirklich, das ist so dieses Jahrhundertliebe, diese extreme Gefühle. Das geht auch über mehrere Inkarnationen. Das fühlt sich so an, als ob du das mehrere Jahrhunderte schon in dir trägst, vielleicht Jahrtausende. Und dass das so dein Traummann und Traumfrau eventuell ist. Und du möchtest jetzt endgültig diese Hochzeit, also diese. Ja, du möchtest endlich ankommen, du möchtest diese Hochzeit auch leben füreinander. Ihr seid füreinander da und das ist so eine Schicksalsfügung, also auch für dich, ja, eine Schicksalsfügung. Und schau mal hier, ja, die Seelenreise. Du wartest regelrecht auf deinen Seelengefährten und ja, du hast auch so eine tiefe Sehnsucht in dir und dir ist das auch gewiss, dass das dein Seelengefährte ist. Und mit Gewissheit. Das weißt du hundertprozentig, weil du spürst das auch. Und du weißt auch, dass ihr einen Seelenvertrag habt, was ihr erfüllen sollt. Das weißt du auch. Und das weißt du auch. Und es geht wirklich auch darum, dass du ja, diese Arroganz, der vielleicht auch dein Gegenüber ausstrahlt oder seine gebrochene Versprechen, dass du wirklich ja umwandelst und dass du da mit der Liebe bekämpfst. Also das heißt, auch wenn der arrogant ist, auch wenn er dir Versprechungen vielleicht gemacht hat, vielleicht hast du auch das Gefühl, der hat dich ausgenutzt. Trotzdem, dass du hier in dieses Demütige kommst oder halt mit deiner Liebe bei ihm in Demut und Buße und Reue verwandelst, ja, damit er für diese Liebe kämpfen kann und dieses Sinneswandel auch in deine Richtung wahrnehmen kann. Es geht auch darum, das Schlaraffenland, also hier zeigt sich die Überfülle, dass auch wirklich eine Glückseligkeit auch für dich zukommt. Genuss, Wohlstand, Wunscherfüllung. Ja, das ist so regelrecht so eine Jokerkarte, also wirklich diese Sehnsucht nach Verbesserung und also wirklich das wie im Schlaraffenland. Das wäre dann für dich so, also dieses Nonplusultra, das wäre dann für dich der Schlüssel zur Erfüllung überhaupt in deinem Herzen. Und natürlich, also hier zeigt sich auch, dass das dein bester Freund auch sein könnte, wo du auch wirklich dich mit allem anvertrauen kannst, wo du auch wirklich Halt und Trost finden kannst, Schutz finden kannst. Das wäre so dein Wunsch, der Schlüssel zu dem Herzen, ja? So, wir schauen jetzt mal, was ist der Schlüssel für dein Gegenüber? Und ich hole auch wirklich diesen Schlüssel eine Sekunde. Das habe ich doch so schön hier vorbereitet, habe aber vergessen, das hier in der Mitte zu legen. Schau mal hier für dich, ja, die Herzschlösser. So, und für das Gegenüber kommt das Herbstzauber. Also er wird also auf jeden Fall mehr Naturverbundenheit in sich spüren, wird auch vielleicht lange Spaziergänge auch tätigen und sich auch wirklich Zeit nehmen zum Lesen und Entschleunigung, Bilanz ziehen und Wandlung. Hier kommt also Oktober und November. Also das sagt mir, dass er noch eine bestimmte Zeit braucht und viel also mit sich auch Zeit verbringen soll, bis er wirklich zu einer Entscheidung kommen kann, bis er Bilanz ziehen kann, bis eine Wandlung stattfinden kann. Also er braucht noch diese Reife für sich. Und durch diese Spaziergänge, durch dieses Alleinsein würde das auch mehr in sich entfalten. Wunderland der Gedanken,
Nicht der erste, sondern der zweite Gedanke ist der richtige. Vielleicht hat er auch so aus Affekt gehandelt, vielleicht hat er auch eine Gedanke, vielleicht hat er auch eine falsche Entscheidung auch in deine Richtung getroffen und jetzt kommt der zweite Gedanke, dass es die richtige ist. Und auch ungewöhnliche und unkonventionelle Wege kann der hier gehen mit dir. Und es ist dann auch wirklich die Zeit der Entscheidungen gekommen. Aber es muss halt einfach die Zeit da sein, dass er keine Angst vor Veränderungen hat. Und dafür braucht er noch so eine gewisse Reife. Also die Karte Herbstzauber sagt auch, da braucht es Reife. Also im Herbst ist ja immer die Erntezeit, die Reifezeit. Das Traumschloss, also er baut sich das immer wieder in seinen Gedanken, diesen Traumschloss auf und er möchte auch wirklich die Welt heilen und hat auch eine Wunschdenken so und er schwebt bereits auf rosarote Wolke und er ist blind vor Liebe und er ist schon Optimist. Also in seinen Gedanken geschieht schon ganz schön viel und es muss aber in der Umsetzung kommen und das braucht noch ein bisschen Zeit und dafür kommt das Schneckentempo. Also wie du siehst, also es geht um den Immobilien bei ihm, bei deinem Gegenüber. Also die Immobilien sind hier mit involviert, also der Umzug, vielleicht ein Hausbau. Und das ist auch wirklich eine extreme Geduldskarte. Und das ist auch kaum sichtbare und spürbare Veränderungen. Ja, wenn es jetzt um die Immobilien geht, dann ist auch jetzt der Zeitpunkt vielleicht auch nicht so gerade günstig, weil die Immobilienpreise sind ja auch wirklich die letzten Jahre sehr, sehr gestiegen. Und das ist auch fast unmöglich, jetzt nochmal wirklich was zu kaufen oder was zu bauen. Also das ist Wahnsinn, was da auch passiert ist. Und das ist auch wirklich spürbar, dass es also ganz, ganz langsam in Schneckentempo geht. Und ja, und er ist auch so ein bisschen bequem momentan, also aus dem hier steht Hotel Mama, so ewige Junggeselle oder Faulheit, aber ich deute das jetzt einfach diese Komfortzone, diese Bequemlichkeit, was er auch momentan eventuell da hat, ja. Es geht um die Heilerin des Herzens, also sein Herz heilt durch den Herzöffnung. Vielleicht hast du auch immer wieder Herzöffnung für dein Gegenüber gebucht. Vielleicht hast du auch sein Herz jemanden schenken wollen, auf sein Herz hören, Selbstliebe lernen. Vielleicht hast du wirklich ihm Herzöffnung, Herzheilung, vielleicht diese Seelenpartner, Dualseelenenergieheilung auch gebucht. Und da ist ganz viel bei deinem Gegenüber passiert und er möchte dir auch sein Herz auch wirklich schenken. Möchte dir wirklich also ein Angebot auch machen, wenn sein Herz wirklich hier geheilt ist. Es geht auch darum, der Osterzauber kommt. Schau mal hier, wie passend. Also es kommen jetzt also wirklich diese schönen Ostertage, Familientage, also bedeutsame Festakt und auch vielleicht von März bis Juni ist auch diese Zeremonie jetzt auch da, also so wirklich dieses Zuhause ankommen von März bis Juni auch ist eine schöne Frühlingszeit auch, ja, und da passiert doch was bei deinem Gegenüber, wie der Frühling im Außen erwacht. Und genauso erwacht auch die Gefühle seines Herzens, erwachen auch für dich immer mehr. Auch wenn das jetzt im Schneckentempo ist, aber also wie gesagt, er malt sich das schon aus. Und was wäre der Schlüssel hier, also die unterste Karte, das teilt ihr, wäre die Überfülle, die Glückseligkeit, der Wohlstand, die Wunscherfüllung, also wie du siehst, also die Sehnsucht nach Verbesserung. So zeigt sich das hier mit deinem Gegenüber, dass das so der Schlüssel wäre. Und weil das so schön war, nehme ich hier von Nadine Breitenstein die Karten.
Und zwar, ich entscheide mich heute ganz spontan mit dem Sprich mit mir, Kommunikation mit dem Wunschpartner, Orakelkarten von Nadine Breitenstein. Und frage, was so seine Seele noch für dich sagen möchte. Es zeigt sich hier der Kopfkino. Ich weiß, dass du Angst hast, Angst davor, da könnte es noch eine andere geben. Angst davor, dass ich meine Frau Freundin nicht verlassen werde. Höre bitte auf, dir ständig nur Gedanken um mich, um die vermeintlich andere zu machen. Mein Dasein, dein ganzer Lebensinhalt, nicht ich, sondern du bist wichtig. Das sagt dir dein Gegenüber. So, ich hoffe, du konntest das annehmen, bist du mit in Resonanz gegangen. Wenn das der Fall war, freue ich mich natürlich über ein Like und umso mehr freue ich mich, wenn du hier das nächste Mal auch live dabei bist. Abonniere dazu meinen Kanal, klicke einfach auf den Button abonnieren und klicke nochmal auf die Glocke, damit du auch benachrichtigt wirst, wenn es etwas Neues und Spontanes von Kanal Reka gibt. Ich sende dir auf jeden Fall ganz viel Licht und Liebe und Frieden aus meinem Herzen heraus und sage bis bald, Namaste, deine Valeria.